Hallo liebe Fans, wir melden uns mit einer neuen Ausgabe unseres HCE-TVs. Wir melden uns heute aus dem wunderschönen Schlossgarten in Erlangen. Viele von euch werden ihn sicherlich kennen. Wir stellen heute unseren nächsten neuen Spieler vor, Danny Josic. Hi Danny. Hi Olli. Und als erste kleine Frage mal an dich, was hast du eigentlich so getrieben die letzten Jahre, dass du es hierher gefunden hast zum HC Erlangen? Ja, ich habe ja ab 2010 bei den Rhein-Neckar-Löwen gespielt, beziehungsweise bei der zweiten Mannschaft. Habe da 4 gute Jahre gehabt, habe mich da gut weiterentwickelt und ja, habe da auch gute Erfahrungen in der Bundesliga gesammelt, sodass ich dann letztes Jahr das Angebot gekriegt habe von Balingen. Da hatte ich eine große Chance, auch Bundesliga zu spielen. Habe da ein Jahr gespielt und ja, jetzt bin ich hier in Erlangen. Ist auch gut so, dass ich jetzt hier bin. Der nächste Spieler, der aus dem Schwabenland herwechselt, ist ja schon mal sehr gut. Ja. Und was kannst du eigentlich dazu sagen zu den Rhein-Neckar-Löwen? Jetzt kennst du HC Erlangen schon 2-3 Monate. Was würdest du da sagen, was die Unterschiede sind oder wie gefällt sie oder was sind einfach die Unterschiede? Ja, die Rhein-Neckar-Löwen haben ein gutes Trainingszentrum. Da ist alles auf einem Fleck. Da ist eine gute Trainingshalle, da haben sie auch einen Videoraum, einen Kraftraum, Sauna und so weiter. Physios sind immer da, also das sind optimale Voraussetzungen geschaffen für ein gutes Training. Und ja, da kann man sich natürlich gut weiterentwickeln, wenn man diese Voraussetzungen nutzt. Aber auch hier in Erlangen, also ich kann mich nicht beschweren, da haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Natürlich nicht diese Voraussetzungen, die die Rhein-Neckar-Löwen haben, mit dem Trainingszentrum und so weiter von Dietmar Hopp, aber ist alles super auf jeden Fall. Ja, okay, und wir müssen ja auch noch ein bisschen Platz haben zu einer weiteren Entwicklung, bis wir beim Rhein-Neckar-Löwen sind. Ja, natürlich. Ja, gestern waren wir bei unserem Sponsor, dem Arizona. Was wir da getrieben haben, das erklärt uns unser Teile, der hat gestern nämlich den Geschäftsführer Till Stürmer interviewt. Ja, wir freuen uns sehr, heute hier zu sein im Arizona. Neben mir hockt der Geschäftsführer Till Stürmer. Und ja, es gibt eine Neuigkeit für euch. Und was das hier mit den Bändchen auf sich zu tun hat, das erzählt euch der Till jetzt. Ja, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei uns im Arizona. Wir haben uns eine schöne Aktion ausgedacht. Und zwar, wir nennen uns ja seit geraumer Zeit Home of Handball. Und das hat es damit auf sich, wir unterstützen ja den Bundesliga-Betrieb mit Rat und Tat und natürlich auch ein bisschen mit gutem Essen und Getränken. Und weil wir jetzt immer öfter euch und die ganze Mannschaft hier zu Gast haben, haben wir uns gedacht, wir können euch was Gutes tun und ihr bekommt mit diesen Bändchen, wenn ihr die vorzeigt und nicht zu Hause vergesst, hier Mitarbeiterpreise. Das bedeutet, ihr dürft hier für relativ wenig Geld Speisen, Getränke konsumieren, müsst danach natürlich auch arbeiten, die Mitarbeiter. Ist klar, abwaschen selber und so weiter. Nein, natürlich ein Spaß, schade. Aber ja, bei uns im Arizona seid ihr immer willkommen. Das ist ein kleines Zeichen dafür, vielen dass Dank wir dafür auch die jungen Leute unterstützen. Natürlich gibt es was für unsere treuen Fans hier auch zu holen und ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, das haben wir schon seit einem Jahr laufen, eine besondere Aktion. Wir nennen uns ja nicht umsonst Home of Handball. Wir wollen einfach ein bisschen den Handballgedanken hier in Erlangen mitten in der Stadt halten, obwohl ihr ja mit eurer Spielstätte nach Nürnberg in die Arena gezogen seid. Wir wollen, dass es in Erlangen auch noch so etwas wie eine Fanbase gibt und aus dem Grund haben wir den Fans die Möglichkeit gegeben, hier Getränke für ein bisschen vergünstigt zu erhalten. Nicht nur die Fans, also die Dauerkartenbesitzer, sondern auch die Jugend und die Mitglieder des HC-EVs unterstützen wir. Sprich, jeder, der hier kommt und sagt, ich gehöre zur großen HC-Familie, bekommt hier 10% Getränkerabatt. Das hört sich doch sehr gut an. Ich denke, einige werden sich hier einfinden. Und jetzt zurück zu Oliver Hess. So, jetzt sind wir wieder hier zurück im Schlossgarten. Eine tolle Aktion vom Arizona, wie ich finde. Danny, wir haben jetzt unser erstes Heimspiel hinter uns, war ja ein relativ guter, deutlicher Sieg gegen Rostock. Wie hast du die Atmosphäre empfunden in der Arena in Nürnberg? Es war auf jeden Fall eine gute Stimmung in der Halle. Ich denke, ja, da ist noch was drin, zuschauertechnisch. Da kommen auch noch mehrere Zuschauer, gehe ich davon aus, weil es war ja ein Mittwoch. Und ja, da kann man noch ein Wochenende mehr Zuschauer erwarten, aber auf jeden Fall herrscht da eine gute Stimmung. Ja. Und ja, es macht Spaß in der Arena vor den Zuschauern zu spielen, auf jeden Fall. Ja, muss ja auch sagen, wir haben einen Zuschauerrekord bisher geknackt. Also so viel waren in keinem anderen Zweitligaspiel da, so viele Zuschauer. Und das nächste Heimspiel ist ja gegen die TSG Friesenheim. Da hast du ja selber mal gespielt. Was kannst du über den Kader sagen? Was würden wir da erwarten?
Ja, also ich denke, ich kenne eigentlich die ganze Mannschaft. Ich habe mit den Jungs oder mit der halben Mannschaft quasi in der Jugend noch zusammengespielt. In Kronau, Östringen noch zusammen, in der zweiten Mannschaft. Und ja, ich freue mich drauf, die alten Kollegen wiederzusehen. Und ich hoffe, dass wir gewinnen werden. Und ja, ich freue mich wirklich drauf. Okay, ja, ich mich auf jeden Fall auch. So, das war's schon wieder mit unserer Folge HCE-TV. Das nächste Mal darf ich wieder einen anderen Spieler hier beglücken. Und ja, wir sehen uns. Bis dann.